Und damit herzlich willkommen zu dem dritten Abend der Besinnungswoche. Ich grüße euch alle, die ihr hier in Person erschienen seid, ganz, ganz herzlich, aber auch natürlich die, die sich, die hier auf der anderen Seite der Kamera stehen, die sich dazugeschaltet haben. Freue ich mich sehr, dass ihr da seid und die Zeit mit uns verbringen wollt. Bevor ich euch heute noch ein bisschen was zu dem Tag erzähle, möchte ich noch einmal Werbung für den Waldlauf machen, der diesen Monat noch hier in Friedensaus stattfindet. Ihr habt hoffentlich auf jedem eurer Plätze auch schon so eine Infokarte gefunden. Genau. Der Waldlauf findet am 21. April statt und der dient einem guten Zweck, nämlich den Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren hier in der Stadt, also im Bereich Möckern. Und es werden noch reichlich Läufer und Sponsoren gesucht. Das heißt, selbst wenn ihr vielleicht nicht mitlaufen könnt, könnt ihr trotzdem vielleicht jemand anderen sponsoren. Ihr könnt euch gerne im Internet dafür anmelden. Teilweise liegen auch auf den Tischen einige Zettel. Die sind für die Leute, die vielleicht keinen Zugang zum Internet haben oder sich damit nicht so wohlfühlen. Nutzt dieses Angebot gerne. Dient einem guten Zweck. Genau, das Thema heute bei der Besinnungswoche ist offene Herzen, wache Augen, Gott nahe in jedem Moment. Und wir treffen uns jetzt zum dritten Mal. Wer war denn schon von euch an einem der letzten beiden Besinnungswochentage da? Mal die Hand heben. Ich sehe schon viele Hände, mal die Gegenprobe. Wer war nicht da? Dann freuen wir uns sehr, dass ihr noch dazugestoßen seid. Herzlich willkommen. Dann will ich auch gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden und bitte die Band nach vorne, mit der wir jetzt Gott loben und anbeten wollen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir gemeinsam loben und preisen können. Ich glaube, wir müssen uns heute mal ein bisschen nach hier drüben drehen. Hier ist so sehr viel los und hier ist so nicht so viel los. Aber wir machen einen kleinen Wettbewerb draus. Wenn diese Seite es schafft, lauter zu singen als diese Seite, dann organisiere ich euch irgendwas Schönes. Ich weiß noch nicht was, aber ich mache keine leeren Versprechen. Wir wollen gemeinsam das erste Lied singen. Es ist ein vielleicht neues Lied für euch. Es ist ein altes Lied in neuem Gewand. Jesus ist kommen. Jesus ist kommen. Ihr dürft gern sitzen bleiben dazu. Das ist ein bisschen längeres Lied. Der Text ist angeschlagen. Schon kennen dürfen, natürlich kräftig mitsingen.
stehen gewappnet im Starken ins Haus. Sprengel des Feindes, befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der König der Ehre, Himmel und Erde und seine Gewalt. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein weit. Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehre. Jesus ist kommen, der König der Ehre. Oh, oh, und es ist Kraft im Kreuz Jesu. Und es ist Kraft. In seinem Blut springen die Bande, springen die Bande. Gerne dazu aufstehen. Thank you.
Vater, wir haben so viele Gründe, um dich anzubeten, um dich zu loben und zu preisen. Und wir danken dir dafür, dass wir einen weiteren Tag auf dieser Erde verweilen dürfen. Danke, dass du uns Stimmen gegeben hast, dass wir gemeinsam loben, preisen können, gemeinsam jauchzen dürfen. Vater, wir möchten dich bitten, dass du mit uns bist an diesem Abend und uns deinen Segen gibst. In deinem Namen. Amen. Amen. Bevor ihr zum Hinsetzen ansetzt, wir wollen noch gemeinsam unser Mottolied singen. Ich sehe nur dich. Da ihr das ja die letzten zwei Tage schon gehört habt, bitte ich euch natürlich kräftig mitzusingen. Für alle die, die es noch nicht so kennen, singt trotzdem kräftig mit. Los geht's.
Amen, auch von mir. Ich habe heute auch die Ehre, den Sprecher wieder vorzustellen. Es ist wie auch die vorherigen Abende immer noch Dante. Dante, komm gerne mit zu mir auf die Bühne schon mal. Genau. Vorgelernt. Du hast schon vorgelernt, okay. Ich werde gleich Dante noch ein paar Fragen stellen, aber eine Sache, die ich schon von dir weiß, ist, du bist größtenteils nicht in Deutschland groß geworden, sondern auf Gran Canaria. Das wissen auch die meisten von euch, denke ich schon, wenn ihr die letzten zwei Abende schon da wart. Aber daraus ergibt sich eine sehr spannende Frage, finde ich. Was glaubt ihr, wie oft ist Dante in seinem Leben schon umgezogen? Ich mache mal eine Umfrage. Wer glaubt, zwei oder weniger? Wer glaubt, weniger als fünfmal? Wer glaubt denn weniger als achtmal? Okay, es sind schon ein paar mehr Hände. Wer glaubt denn weniger als 10-mal? Wer glaubt weniger als 14-mal? Wer glaubt denn mehr als 14-mal? Okay. Dante, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen? Also jetzt, wo du es so sagst, merke ich, dass in den letzten, Raquel, 17 Jahre, 18 Jahre sind wir jetzt zusammen. Und ich glaube, 19 Mal sowas. Dadurch ergibt sich, also Respekt, ich bin zweimal in meinem Leben umgezogen und das ist schon viel für mich. Wo warst du denn überall so? In deinen... Also Gran Canaria, wichtig, ja, also für die Natives, ja, Gran Canaria ist Gran Canaria, ist nicht Spanien, okay? So wie, vielleicht, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Danke, genau. Andorra. Wow, nochmal gut gegangen. Okay, also Gran Canaria, dann Spanien Festland. Österreich waren wir eine Zeit, Deutschland waren wir eine Zeit. Das war's, also genau, in den drei Ländern. Einmal wären wir fast in die Schweiz gekommen, aber hat dann doch nicht geklappt. Also dann sind wir fürs Studium nach Valencia gezogen. Okay, also du hast wohl einiges zu erzählen. Ihr könnt ihn wahrscheinlich auch gerne ansprechen später nochmal. Er kann bestimmt tausende Geschichten erzählen. Aber wenn du schon so jung aus Deutschland früher weggekommen bist, gibt es etwas, was du in deiner Kindheit vermisst hast? Aus Deutschland? Deutschland. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Tatsächlich, Leute, es bleibt immer was. Sauerkraut und Kartoffelbrei. Kann okay. Vielleicht keiner verstehen, aber... Spannend. Also ich glaube, es ist... Also ich persönlich würde es, glaube ich, nicht so sehr vermissen, muss ich zugeben. Aber dann freust du dich bestimmt, dass du es jetzt wieder hast, endlich. Aber gibt es vielleicht etwas, was du jetzt für Deutschland wieder zurücklassen musstest? Was vermisst du denn aus Valencia zum Beispiel? Oder aus deiner Zeit außerhalb von Deutschland? Tatsächlich, also ich jogge gerne, also ich laufe auch gerne, so Trail Running nennt sich das, also ich renne jetzt nicht, ich laufe eher. Und dieses Gebirge von Valencia, das vermisse ich wirklich sehr. Also wir wohnen in Darmstadt, das ist relativ flach und ich mochte das so in den Bergen dort zu laufen und Kilometer hinter mich legen, das vermisse ich schon sehr. Okay, also wenn ich jemals in Valencia bin, werde ich auf jeden Fall mal herausfinden, wovon du da sprichst und wie das ist. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich möchte noch mit euch gemeinsam für Dante beten, bevor er dann mit seiner Andacht startet. Herr, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du uns jetzt
heute schon zum dritten Mal hier zusammengeführt hast für die Besinnungswoche. Und ich möchte dich bitten, öffne unsere Herzen für die Worte, die Dante gleich sprechen wird. Öffne unseren Verstand für all das, all die Weisheit, die du in seinen Kopf gelegt hast. Und ich bitte dich auch für Dante selbst. Öffne sein Herz, schenk ihm die richtigen Worte, dass er nicht das spricht, was er will, sondern das, was du willst. Dass du durch ihn unserer ganzen Herzen berühren kannst. Lass uns auch hörig sein für das, was er sagt, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn annehmen, dass wir die Reise, in die er uns weiter mitnehmen möchte, dass wir sie mit ihm gehen. Danke dir dafür. Amen. Ja, da ganz kurz so hier vorne haben. Als Resümee, wir sind auf einer Reise, eine Reise der Begegnungen. In dieser Reise der Begegnungen hatte ich gesagt, das war das erste Thema, danke dir, dass es wichtig ist, dass wir ständig mit der Quelle des wahren Friedens verbunden sind. Weil das Leben uns tatsächlich oft nicht fragt. Wir leben in einer Gesellschaft, die oftmals als eine Wolfsgesellschaft gesehen werden kann. Wölfe haben so ihre eigene Dynamik. Hast du bestimmt schon erlebt. Ja? Ich hatte ein Gespräch mit jemandem vor einiger Zeit, der hatte mich gefragt, ja Dante, wie ist das denn? Was, wenn die Wölfe in der eigenen Familie sind? Und auch das kann passieren. Was, wenn die Wölfe in der eigenen Familie sind? Schon traurig. Aber kann passieren. Das zweite Thema, hat es noch jemand in Sinn? Was hattet ihr da bekommen? Hat jemand es dabei? War das einfach oder schwierig, es zu sehen? Schwierig, für manche einfach. Einfach, sobald du es hochgehalten hast. Einfach, sobald ich es hochgeholt habe. Tatsächlich, manchmal ist es im Leben nicht einfach, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind. Und Jesus legt uns ans Herz, dass wir, bevor wir ein Urteil fallen, das ist interessant, habe ich gestern nicht gesagt, Jesus sagt nicht, dass wir nicht beobachten sollen. Jesus sagt nicht, dass wir irgendwie nicht kein kritisches Denken haben sollen. Das sagt Jesus nicht. Was er sagt ist, dass bevor wir ein Urteil fallen, wir uns tatsächlich nochmal Gedanken machen sollten, was wir da aussprechen, weil kein ausgesprochenes Wort kann man wieder rückgängig machen. Ich sehe hier vorne so junge Menschen, auch für euch. Ja, auch für euch. Das ist besonders wichtig. In der jungen Zeit, das ist die Geschichte, weil ich weiß nicht, ob ihr jetzt jeden Abend dabei war, aber in der jungen Zeit spricht man oftmals Dinge, da wo man dann auf einmal sich vor der Realität wiederfindet und sagt so, oh, alles, was wir sagen, ist erstmal gesagt. Und das ist wichtig, dass wir vorsichtig sind. Jesus ruft uns zu einer Beziehung, zu einer Verbindung. Einer Verbindung nicht nur mit uns selbst, nicht nur mit unserem Schöpfer, mit der Schöpfung, sondern auch mit unserem Nächsten. Und da hatte ich gesagt, dass Martin Buber mir sehr geholfen hat zu verstehen. Und besonders mich, und ich sehe jetzt ziemlich viele junge Menschen heute, wir sind geprägt von einem Schritt in der Geschichte, den ich sehr traurig finde. Das ist der Schritt von der Modernen in eine postmoderne Denkensweise. Und ja, natürlich haben vielleicht unsere Großeltern, unsere Eltern einige Sachen nicht geschafft. Aber das macht nicht pauschal alles schlecht.
Und mit diesen Gedanken möchte ich in das heutige Thema einsteigen. Wir sind in Markus diesmal, Markus Kapitel 13. Und ihr werdet gleich verstehen, warum ich das sage. Markus 13, ab Vers 1, sehr spannend. Das könnt ihr euch so vorstellen. Und alles gut, ich erzähle auch noch die Geschichte weiter von gestern. Also denkt bitte dran, wir sind gerade aus diesem Zimmer rausgegangen. Habt ihr noch im Sinn, ja? Habt ihr noch auf dem Schirm? Okay, wichtig, das kommt noch, ja? Falls ich es vergesse, Dante, denkt dran. Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger, Weißt du, wie ich mir diese Situation vorstelle? Urlaub. Wann war der letzte Urlaub? So der richtig gute Urlaub, ja? Also das muss schon eine tolle Sache sein. Kannst du dich kurz mental mal in diesen Urlaub, in diese Situation versetzen? Oder als du das letzte Mal mit jemandem zusammen warst, der dir sehr wichtig ist, jemand, den du liebst. Kannst du dich hineinversetzen in die Situation? Wie war das? Du hast deine Sachen gepackt. Vielleicht hattest du einen Rucksack dabei, setzt den Rucksack auf, gehst aus der Tür oder steigst ins Auto. Kennst du das? Diesen letzten Blick zurück. Kennst du das? Hast du es schon mal erlebt? So diesen letzten Blick zurück und dieses noch einmal Luft holen, so als ob du Luft mitnehmen willst von diesem Ort und das nochmal in dein Gehirn abspeichern möchtest, weil es so toll war? Das ist das, was hier passiert. Jesus verlässt den Tempel mit seinen Jüngern und einer kommt zu ihm und sagt, Meister, was für ein Bauwerk! Und Jesus guckt ihn an und fragt ihn, das beeindruckt dich, oder? Was hättest du gesagt? Ja, diesen Moment, den will ich einfach mitnehmen. Dieser Moment ist mir so wertvoll. Und dann sagt auf einmal Jesus, weißt du, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. What? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Also, ich weiß nicht, wie ich diese Brücke bauen kann, damit du verstehst, was diese Worte in dem Leben von diesen Jüngern in diesem Moment bedeutet haben. Ich sagte gestern auch, dass Paulus den Glauben als Grundlage setzt. Was war der Glaube von diesen Menschen? Auf den Glauben setzt er die Hoffnung. Was war die Hoffnung von diesen Leuten? Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Glaube? Diese Menschen, die waren davon überzeugt, dass Jesus der Messias ist. Die haben ihr Leben gegeben für ihn, weil sie an ihn geglaubt haben. Sie hatten die Hoffnung, dass er nicht den Tempel abbaut, sondern dass er dem Tempel eine wirkliche Bedeutung gibt. Dass er endlich Ordnung schaffen würde. Dass er das Reich Israels wieder aufbauen würde, nicht abbauen. Auf dem Ölberg, ich bin im Vers 3. Hier in meiner Übersetzung heißt es, als sie genau gegenüber von diesem Tempel waren, da kommen vier Jünger zu ihm und sagen, ey, wann wird das sein? Was? Erzähl uns mehr. Was wird passieren? Und da fängt so die kleine Mikroapokalypse in Markus an und er fängt an zu erklären, so passt auf, dass euch niemand irreführt. Schon damals gab es Sensationsprediger, die tatsächlich die Zeichen gedeutet haben und irgendwie was forcieren wollten und im Endeffekt Menschen vielleicht mit Angst oder Druckmitteln manipuliert haben, dass sie in einem System mitwirken. Jesus sagt, bevor das alles passiert, wird es Dinge geben,
Kriege, Hunger, Erdbeben, ein Volk kämpft gegen das andere, Krankheiten. Frage: War das nicht schon immer so? Kann es sein, dass Jesus uns mitnimmt und uns einen Zuspruch geben will, dass wir nicht in die Irre geführt werden, weil viele Dinge in der Welt sich nicht in der erwarteten Form ändern würden? Und Jesus holt weiter aus und sagt im Endeffekt, wisst ihr, es ist Gottes Wille, dass alles passiert, so wie es er im Endeffekt vorgesehen hat. Und es wird euch hart treffen. Das ist jetzt meine Interpretation. Er sagt, ihr werdet verfolgt werden. Ihr werdet nach im Endeffekt eurem Glauben, nach euren Überzeugungen gefragt werden. Aber macht euch keine Sorgen, habt keine Angst. Denn der Heilige Geist wird bei euch sein. Im Endeffekt ist es durch diese Verbindung, die ich im ersten Thema angesprochen habe, dass ihr euch nicht fürchten müsst. Weil durch diese Verbindung werdet ihr tatsächlich die Worte finden und auch schon schön, Jonathan, wie du gebetet hast, ja, dass ich spreche, sondern dass tatsächlich auch mutig bin, das Wort sprechen zu lassen. Aber was für ein Wort? Und das finde ich faszinierend, weil Jesus baut das Thema weiter auf und kommt auf einmal zu einem Punkt und sagt, Vers 33, das ist das der Mottovers von dem Thema heute Abend, passt auf und seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Luther sagte, auch wenn der Herr morgen kommen würde, wie geht der Satz weiter? Würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und genau das ist auch die Spannung, die Petrus beschreibt. Denkt nicht, dass der Herr sein Kommen verzögert. Denn er will, dass so viele wie möglich zu ihm umkehren. Und das ist wichtig, weil ich merke, dass in diesem Übergang von einem modernen, könnt ihr damit was anfangen, wenn ich sage, modernen Mindset und postmodernen Mindset? Ist das ein Begriff für euch? Kann ich mal kurz die Hände sehen? Wie viele verstehen diesen Begriff? Weil das ist wichtig, Leute. Also, kurzer Exclaim. Die Moderne ist ein Zeitalter, charakterisiert durch die Suche im Endeffekt nach dem Perfekten. Ein Himmel auf Erden aufzubauen. Auf der Grundlage von dem Verstand des Korrekten. Kant ist besonders jemand, der diese Gesellschaft beeinflusst, indem er eine Ethik der Pflicht, also ich übersetze jetzt vom Spanischen, weil das ist tatsächlich mein spanisches, wie heißt das Archiv, was ich jetzt gerade benutze. Und es ist interessant, weil im Endeffekt diese Ethik der Pflicht nichts anderes ist, als damit wir wirklich so einen Himmel auf Erden schaffen, da wo im Endeffekt, das hat schon damals mit der Zeit der Lichter angefangen, Denker, Philosophen, die anfangen und denken, doch, der Mensch, der kann doch Gutes bewirken, wenn er sich dafür entscheidet. Lasst uns einfach dran arbeiten. Und diese Ethik der Pflicht sagt, ich bin freundlich mit dir, weil wenn ich es bin, dann bist du auch freundlich mit mir und gemeinsam können wir eine bessere Welt schaffen. Aber, und da kommt jetzt der Bruch, ein erster Weltkrieg, ein zweiter Weltkrieg, ein Weltkrieg in dort Vietnam, und viele andere Probleme auf der Welt haben eine Generation von enttäuschten Philosophen und anderen Menschen hervorgebracht, die tatsächlich eine sehr einflussreiche Stellung hatten. In Schulen und anderen Medien haben sie im Endeffekt dieser Enttäuschung Raum gegeben. Und was ist daraus resultiert? Boom, ein Zusammenprall. War alles falsch, was die moderne Generation, das heißt fast die Hälfte, die auf dieser Seite sitzt, ja,
war alles falsch, was die moderne Generation im Endeffekt ins Leben gerufen hat? Ist alles richtig, was der junge Flügel auf dieser Seite heute macht? Also müssen wir das Rad wirklich neu erfinden? Exclaim zu. Ich komme wieder zum Thema. Die Frage der Jünger, die ist berechtigt. Weil was würde das bedeuten, dass dieser Tempel, dieses zentrale Element für den jüdischen Glauben nicht mehr existiert? Was würde das bedeuten für dich, wenn heute die Kirche, an die du glaubst, nicht mehr existieren würde? Was hat diese Corona-Zeit, die wir ja erlebt haben, was hat die in dir losgelöst? Meine Lieben, ich glaube, Systeme sind wichtig. Und lasst uns nicht irren, denn im Endeffekt hat Gott schon damals im Alten Testament klare Systeme aufgebaut. Das heißt, wenn es Liturgien und Abläufe gibt, die vielleicht für manche sehr quadratisch wirken in einer runden Welt der Postmoderne, dann ist es doch der Schöpfer selbst. Von daher ist jetzt die Frage, die ich stelle, war das System das Problem? Oder hilft uns das System, um im Endeffekt Anteile, die für uns wichtig sind, im Endeffekt ins Leben zu integrieren? Das ist eine wichtige Frage, Leute. Weil ich merke, dass heute viele Menschen nicht aus dem Wunsch nach Verbesserung, sondern aus dem Wunsch der Verbitterung Dinge kritisieren und im Endeffekt nicht wirklich was besser machen. Und war es nicht genau das, was Jesus an den religiösen Leitern kritisiert hat? Er hat nie gesagt, dass sie das falsche System praktizieren. Das Problem war woanders. Wo war das Problem? Ich glaube, Kirche sollte immer Kirche bleiben. Was meine ich damit? Weißt du, was Kirche bedeutet? Das Wort Kirche aus dem Griechischen, Ekklesia, bedeutet Ek, Kaleo, also rausgerufen. Rausgerufene. Aber rausgerufene aus was? Rausgerufene aus einem religiösen System? Dann wären wir wieder bei dem Problem, dass das System das Problem ist. Oder rausgerufen aus einem Mindset, aus einem Denkmuster. Ich hatte vor kurzem einen Workshop beim Youth in Mission über Tätowierungen. Und ich fand es spannend. Sehr spannend. Weil ich habe die Jugendliche, hauptsächlich waren es Jugendliche, mitgenommen auf dieser Reise des Wechsels von der Modernen in die Postmoderne in die Tiefe. Und auf einmal saßen wir alle dort und haben gemerkt, krass, ich dachte immer, ich treffe meine Entscheidungen frei. Ich dachte immer, ich wäre frei in meinem Denken. Ich glaube, Kirche muss immer Kirche bleiben, weil die Kirche eine klare Message hat. Ich glaube, Kirche ist Kirche, nicht weil das System an sich falsch ist. Es kann sein, und es ist sehr wahrscheinlich so, dass viele Dinge von Kirche heute, wie wir sie erleben, abgedatet werden können, müssen aber nicht. Weil, wenn die Kirche versteht, warum sie was macht und jedes Symbol von dem, was sie macht, auf Jesus hindeutet und sie die Übersetzungsarbeit schafft zu den Leuten, die auf der anderen Seite sind, dann ist doch alles gut. Ich persönlich habe den Glauben in einer, versteht es bitte so, wie ich es auch sage, in einer ultraorthodoxen Adventgemeinde kennengelernt. Warum sage ich ultraorthodoxen Adventgemeinde? Warum? Weil die tatsächlich eine sehr strenge Liturgie hatten.
Der Prediger ist mit drei Personen von hinten nach vorne gekommen. Als die Leute nach vorne gekommen sind, sind alle aufgestanden. Dann sind sie niedergekniet. Drei Personen sind über die ganze Predigt. Kennt es noch jemand von euch? Kennt es noch jemand von euch? Wir haben Zionslieder gesungen mit Orgel, so wirklich so sehr eckige Lieder, ja, so richtig modern, so, also so richtig eckig. Ich liebe das. Aber wisst ihr, warum ich es liebe? Weil die Übersetzungsarbeit von den Leuten, die das erlebt haben, 1:1 geklappt hat. Die haben mir einfach immer wieder erklärt, schau mal, wir machen das wegen dem, wir machen das wegen dem. Und es hat für mich Sinn ergeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn wir über Kirche sprechen, wir über die Notwendigkeit einer Übersetzungsarbeit reden. Dass wir uns Gedanken machen, was der Rahmen von Kirche ist und wie man diesen Rahmen füllen kann. Ich glaube, in Kirche kommt es viel mehr auf etwas an, was erfahren wird. Und ich habe hier drauf geschrieben, wir werden rausgerufen, Ekklesia, dieses Wort, was ich gerade erklärt habe, um wo reinzukommen. Aber wo kommen wir rein? Und ich habe aufgeschrieben, in eine Atmosphäre, die Ehrlichkeit, die Authentizität, die Leben und Liebe verkörpern. Eine Sphäre, die im Endeffekt einen heilsamen Raum bietet. Einen heilsamen Raum der Begegnungen. Das ist das, was ich erlebt habe, Leute. Frage, erlebst du das auch so? Erlebst du deinen heilsamen Ort in der Gemeinde? Oder ist es eher ein Ort, der dich abschreckt? Und wenn er dich abschreckt, warum schreckt er dich ab? Redest du darüber? Oder kritisierst du noch? Das sind wichtige Fragen. Habt ihr noch im Sinn, dieses Gespräch? Nee, wir standen so, Entschuldigung. Jetzt ist das Setting wieder okay, ja? Meine Frau sitzt da, ich stehe hier, der Pastor sitzt da, steht da. Das Gespräch ist passiert. Okay. Also dieser Mann denkt, das sind jetzt meine Gedanken, dieser Mann denkt, dass das nicht mein Ort ist. Habt ihr noch die Geschichte von dem jungen Mann hier auf dem Berg im Sinn? Was hat er erlebt? Das heißt, er hat in den Himmel geschrien und hat im Endeffekt wirklich harte Sachen ausgesprochen, die aber sowieso in ihm drin waren. Aber was hat er danach erlebt? Bedingungslose Liebe, Annahme, Akzeptanz. Das ist meine Geschichte, Leute. Es ist eure Geschichte. Ich glaube, jeder von uns schreit manchmal in irgendeinem Moment seines Lebens in den Himmel, weil einfach diese Wolfsgesellschaft und auch manchmal diese Wölfe innerhalb unserer Kirche im Endeffekt uns Schmerz vorbereiten. Und ich stehe wieder in diesem Raum. Ich habe eine Begegnung mit jemandem, der nicht sieht, was Gott in meinem Leben macht, aber ich sehe auch nicht, was Gott in seinem Leben macht. Wer bin ich, um diesen Menschen zu verurteilen? Ich sagte, ich bin aus diesem Zimmer rausgegangen, nachdem ich gebeten hatte. Bitte, wenn es möglich ist, Gott, dann lass uns das vergessen. Das war mein Wunsch, aber das hat nicht geklappt. Und wisst ihr, was ich da verstanden habe? Dass jedes ausgesprochene Wort, egal ob von meinem Bruder oder von mir, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und dass ich mit der Konsequenz von einem schlechten Gebrauch meiner Freiheit leben muss.
Und das ist das, was die Geschichte aus der Bibel mir zeigt. Adam und Eva hatten die freie Wahl, nicht den freien Wille. Sie hatten die freie Wahl, von der Frucht zu essen oder Gott zu vertrauen. Für Gott war das kein Problem. Warum? Weil ich ja sagte, Gott ist dein Freund. Ja, aber er ist noch viel mehr als dein Freund. Er ist Gott. Gott ist dein Vater. Ja, aber er ist noch viel mehr als dein Vater. Er ist Gott. Und für Gott ist es kein Problem. Warum? Weil er ist so sehr von sich selbst überzeugt und weiß, dass am Ende die Liebe siegt, dass er sagt, okay, wenn wir den Weg gehen, ich gehe mit euch. Und das ist faszinierend. Ich weiß nicht, wie du deine Bibel liest. Ich habe den Anschein, dass wirklich manche auch mit Wolfssprache ihre Bibel lesen. Und Gott kommt schreiend in das Paradies, fast mit einem Stock in der Hand. Ja? Und deswegen sind Adam und Eva versteckt. Wegen diesem Stock. Aber das ist nicht meine Lesung. Meine Lesung ist, dass Gott in dem ruhigsten Moment des Tages in den Garten kommt und fragt, Mensch, wo bist du? Und jetzt würde ich, wenn ich eure Namen kennen würde, jeden einzelnen Namen von euch sagen, wo bist du? Wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du im Endeffekt aus diesem Raum austrittst, rausgehst, ja, Ekklesia raustrittst und in welchen Raum trittst du ein? Was ist, wenn deine Hoffnungen platzen? Wie gehst du damit um? Bist du bereit, den Druck zu ertragen? Dich diesen Weg nach Jerusalem, den ich jetzt auch mehrmals beschrieben habe, hinzugeben im Vertrauen? Dass du so wie die Witwe kommst und kommst und kommst vor Gott, weil du weißt, dass Gott, der komplett anders ist? Weil du weißt, dass dieser ungerechte Richter nicht Gott ist? Und du dich an diese Quelle des Lebens hältst, weil du weißt, dass es wahr ist? Ich habe gestern einen schönen Ausschnitt von der Bibel gesehen in einem Film. Ich promote nichts. Wenn du willst, wir können uns nachher drüber unterhalten. Aber da ist jemand zu Jesus gekommen und er hat gesagt so, wow, ich verstehe nicht, wie du mich aussenden kannst und du weißt doch, ich bin nicht gesund. Und Jesus fragt ihn in dieser Szene und sagt, du würdest gern, dass ich dich heile. Ja, ich würde gern, dass du mich heilst. Und er sagt, und du weißt, dass ich es könnte. Und er sagt, ja, ich weiß, dass du es könntest. Warum bittest du mich dann nicht? Warum bittest du mich dann nicht? Es gibt manchmal diese Dinge, die wir im Herzen mittragen. Warum bittest du dann nicht? Ich bin aus diesem Zimmer rausgegangen und ich hatte gesagt, ich war mit Hass gefüllt, auch wenn ich es nicht wirklich direkt gefühlt habe. Es gibt bestimmt auch ein Gebet in deinem Leben, wo du manchmal denkst, warum nimmst du mir das nicht weg? Ist es nicht ein viel kräftigeres Zeugnis, wenn du dem Meister folgst, auch wenn er dir das nicht wegnimmt? Ist es nicht ein viel krasseres Zeugnis für Jesus, dass du ihm nicht hinterher eierst, einfach nur, damit du dein persönliches Wunder erlebst? Und ich glaube, das ist das große Problem, was wir heute in der Kirche erleben. Menschen kritisieren viel an der Kirche, erwarten viel von der Kirche und sind unzufrieden in der Kirche. Und diese Unzufriedenheit macht sie kaputt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine ehrliche Beziehung mit Jesus haben, in der wir über alles, absolut alles ehrlich sprechen können. Auch über diese Unzufriedenheiten. Und dann bereit sind, unser Kreuz zu nehmen und ihm zu folgen. Ich glaube, die Kirche sollte ein Ort sein, die Räume der Zugehörigkeit möglich macht. Dort, wo Menschen kommen können, wie sie sind,
Und so wie Goethe das sagte, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein und transformiert werden. Und es ist nicht die Kirche, die Menschen transformiert, sondern es ist die Begegnung, die dort stattfindet. Ich hatte heute Morgen dort in eine Begegnung unter dem Wort etwas mitgeteilt. Und das ist eine Formel. Eine Formel, die ist W plus F mal E. Kannst du sie vorstellen? W, also in Klammern, ja, ihr wisst. Ah, mir kommt gerade so ein. Darf ich euch erzählen, was mir gerade im Kopf gekommen ist? Darf ich es mit euch teilen oder nicht? Ja, darf ich? Wie viel ist die Hälfte von 3 plus 3? Entschuldigung, wie viel ist die Hälfte von 2 plus 2? Wie viel ist die Hälfte von 2 plus 2? 2? 2? Sicher? 3? Wer hat 3 gesagt? Okay, Theresa, du bist richtig. Also, die Hälfte von 2 plus 2 ist 3. Wusstet ihr noch, als ich gerade gesagt habe, vorsichtig mit dem, was du glaubst zu wissen? Glaub nicht immer alles, was du glaubst zu wissen. Das hat nämlich seinen Sinn. Diese Formel ist auch so aufgebaut. Ich löse es nachher auf, keine Sorge. W steht für Wissen. W steht für Wissen. F steht für Fähigkeiten. Diese zwei Komponenten, die summieren. Und das ist schön. Fähigkeiten und Wissen. Wissen ist wichtig. Fähigkeiten sind wichtig. Das Problem ist, wenn wir Menschen haben, die nur wissen, aber im Endeffekt keine Fähigkeit haben. In einem kirchlichen Kontext eine Katastrophe, weil Kirche geht über Beziehungen. Auf der anderen Seite ist es ein Problem, wenn wir Menschen haben, die sehr viel Fähigkeit, aber kein Wissen haben. In der Kirche auch eine Katastrophe. Deswegen sind diese zwei Komponenten wichtig und summieren. Aber, und hier kommt es, das E ist die Einstellung. Was für eine Einstellung vertrittst du in diesem Ganzen? Bist du verbunden mit der Quelle? Und ich sage oftmals, wenn Leute reden, ich habe Gottes Stimme gehört, ich finde es toll, dass du Gott eine Stimme gibst. Aber Gott ist mehr als diese Stimme. Und ich glaube, dass wenn diese Stimme nicht nach dem spricht, was geschrieben steht, wir vorsichtig sein sollten. Und was uns dieses Buch vermittelt, ist eine Einstellung. Ich habe heute Morgen ein Beispiel genommen. Und zwar das Beispiel von Kain. Ihr wisst, Kain ist der, der im Endeffekt seinen Bruder umgebracht hat. Und ich bin dann von dort, von dem Pult, also von dem von der Bühne, ich weiß nicht, wie das heißt, ihr müsst mir ja helfen, ich sage immer Balustrade, oder so heißt das nicht, also diese Bühne, der obere Stagebereich, bin ich dann runtergegangen und ich stand da, wir haben dann nochmal dort, glaube ich, irgendwas gemacht und ich habe mich gefragt so, ey Dante, warum hast du keinen genommen? Warum hast du nicht David genommen oder sowas? Und da habe ich mir wirklich so Gedanken gemacht, warum habe ich jetzt für dieses Beispiel von Wissen, Fähigkeiten und Einstellung Kain genommen und nicht David. David hat im Endeffekt seine falsche Einstellung doch angenommen, oder? Stimmt es oder nicht? Bin ich da falsch? David hat seine falsche Einstellung gegenüber manchen Sachen angenommen und hat sie geändert. Warum hast du Kain genommen? Wisst ihr, warum ich Kain nehme? Weil ich manchmal erlebe, dass auch wenn man nicht physisch jemand umbringt, dass man es doch auf eine andere Art und Weise macht. Und ich sagte auch, da habe ich Ben Hur zitiert, wenn wir Angst, Wut und Hass ablegen, dann werden wir erkennen, dass Liebe unsere wahre Natur ist. Glaubt ihr, dass wenn Kain seine Angst vielleicht zu kurz zu kommen, seine Wut und sein Hass, sein Ärger gegen seinen Bruder wirklich abgelegt hätte, hätte er dann nicht erkannt, dass auch er die gleiche Natur wie sein Bruder hat? Frage, was hatte Kain irgendwas, was nicht auch Abel hatte? Waren die beiden nicht zwei Söhne von Adam und Eva?
War Abel besser? Brauchte er nicht auch die gleiche Verbindung zu Gott wie auch Kain? Das heißt, waren sie besser? Waren sie schlechter? Oder waren es beides nur Menschen? Und du kannst sehen, dass die falsche Einstellung in deinem Herz in einem System, so wie damals, katastrophal sein kann. Das Problem ist niemals das System, sondern die Menschen, die das System im Endeffekt managen. Und weil wir da darüber sprechen, dass wir nicht werten und nicht urteilen sollen, frage ich dich, was machst du? Was ist dein Teil, damit dieser Ort besser wird? Und ich möchte mit euch diese Gedanken aus 1. Johannes teilen, wo ich was Besonderes gefunden habe in meiner Bibel. Habt ihr das bekommen? Ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht. Wie mache ich das, dass ich den Text, wir sind immer noch in Markus 13, 33, seid bereit, jeder Arbeiter bekommt seine Verantwortung, damit, wenn der Herr kommt, alles im Endeffekt bereit ist. Wie kann ich das verbinden mit einem Element, was nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl Erlösung durch Werke hervorbringt? Das war so wirklich meine Spannung. Und da habe ich so gedacht und da habe ich dieses Bild gefunden. Und ich fand es interessant, weil das ist so eine Checkliste mit Herzen. Und da dachte ich, das ist es. Und ich habe es in die Bibel gepackt. Und siehe da, welchen Text ich gefunden habe. Ich bin in 1. Johannes Kapitel 3 und da steht ab dem Vers 18 bis 20, ihr Kinder, ihr Jugendliche, ihr Erwachsenen, ihr Nachfolger Jesus, ihr Herausgerufene, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, aber auch nicht mit schönen Reden. Das heißt, weder das eine, weder das andere, sondern mit tatkräftiger und wahrer Liebe. Mit tatkräftiger und wahrer Liebe. Und jetzt kommt's. Am Ende vom Kapitel 9, von Vers 19 steht, und wir können vor Gott unser Herz beruhigen. Auch wenn unser Herz, ich bin im Vers 20, uns anklagt, ist Gott größer als unser Herz, denn er kennt uns durch und durch. Ich lade dich ein, dass du tatsächlich diesen Text für dich so ins Herz schließt, wie er in der Bibel steht. Nicht so, wie ich ihn sage, sondern so, wie er in der Bibel steht. Ich weiß nicht, was für eine Übersetzung du benutzt, aber was mir dieser Text zuspricht, ist im Endeffekt, dass auch wenn ich etwas nicht ausspreche und ich es nur denke, dann ist es sowieso schon in mir drin. Und ich weiß auch selbst, wie unangenehm so ein Gedanke sein kann, weil er kommt immer wieder hoch, wenn du ihn am wenigsten brauchst. Und es erinnert dich an, wer du eigentlich bist. Du bist nur ein Mensch und das ist auch gut so. Weil du bist ein geliebter Mensch. Ein geliebter Mensch, der vor Gott so kommen kann, wie er ist. Wir verließen dieses Zimmer. Wir verließen dieses Zimmer. Der Pastor, Raquel und ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich erst meine Version oder seine Version erzählen soll. Meine Version? Okay, meine Version. Ich habe mir hier extra aufgeschrieben, weil ich es ehrlich so meine. Ich hatte in dem Video Philipper 3,33 zitiert. Ich habe es noch lange nicht erreicht. Und davon kann meine Frau ein Lied erzählen, weil sie erlebt mich, wie ich wirklich bin. So in den eigenen vier Wänden, ja? Oder meine Kinder. Und das kann sie bestimmt bestätigen und das wünsche ich mir wirklich, mein Schatz, dass du das auch bestätigst, weil das ist meine größte Sehnsucht. Ich lerne, über meine Angst zu sprechen. Ich lerne, meine Bedürfnisse und meine Gefühle zu akzeptieren und begegne
meinen Nächsten mit einer Bitte. Ich wiederhole es nochmal, weil es wirklich so einfach gesagt ist. Ich lerne, über meine Angst zu sprechen, meine Bedürfnisse und meine Gefühle zu akzeptieren und begegne meinen Nächsten mit einer Bitte. Nicht mit einer Forderung und auch nicht mit einem Wunsch oder einer Erwartung, sondern mit einer Bitte. Warum sage ich, dass ich lerne, über meine Angst zu sprechen? Weil ich jetzt selber Pastor bin. Im Großraum Frankfurt und Gemeindegründung in Offenbach. Wisst ihr, wie viel Angst ich habe vor diesem Job? Ich habe Angst, dass ich keine Kontrolle habe. Ich habe Angst, dass das Projekt scheitert und dass ich im Endeffekt meinen Vorsteher irgendwie sagen oder erklären müsste, das ist gescheitert. Was ich noch mehr fürchte, ist, dass es wegen mir scheitert. Ich habe gelernt, über die Angst zu sprechen mit meinem Team. Und wisst ihr, was ich entgegenbekommen habe? Akzeptanz und Liebe. Zwei Dinge, die ich dringend brauche. Ich habe auch zu Hause gelernt und ich lerne immer noch, wie ich über diese Dinge spreche. Und das transformiert mein Leben. Das transformiert die Gemeinschaft, die ich mit meinen Geschwistern habe, weil hier hat noch niemand das Ziel erreicht. Und wir erleben eine Gemeinde, eine Kirche, eine Gruppe von Menschen, die aus einem Wolf-System hinausgerufen sind, die anfangen, anders miteinander zu kommunizieren. Auf der Grundlage der Akzeptanz, des Respekts und des Miteinanders. Soll ich erzählen, was mit dem Pastor passiert ist? Als ich selber fertig war mit dem Studium, es gab ein Detail in diesem Gespräch, was ich nicht benannt habe, was ich aber genial fand. Also versteht mich jetzt bitte nicht falsch und ich hoffe, dass das niemals aus YouTube irgendwie ausgeschnitten wird und falsch zusammengesetzt. Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier die Kamera kurz stoppen. Ja? Aber der Pastor, der hat was Geniales gesagt. Wir sind hier nicht wie ihr, die das Abendmahl mit Coca-Cola und Plätzchen feiern würden. Das waren seine Worte. Wir sind hier nicht wie ihr, die das Abendmahl mit Coca-Cola und Plätzchen feiern würden. Ich dachte, wow, in diesem Moment krass, wie dieser Mann uns geframed hat. Als ich dann Theologie studiert habe, ja, und wir in systematischer Theologie so durchgegangen sind, was geht nicht, also systematische Theologie, kann manchmal wirklich sehr, sehr, sehr spannend sein, weil man wirklich aus Szenarien manchmal ausgeht, wo man denkt, was würden wir da machen? Wie würden wir dieses Problem regeln? Und auf einmal, ja, jedes ausgesprochene Wort, ja, ist erstmal ausgesprochen. Wisst ihr, was Dante im Theologieunterricht in den Sinn gekommen ist? Hey Prof, was wäre, wenn wir das Abendmahl mit Coca-Cola und Plätzchen feiern. Das wurde das Debatte von nicht einer, sondern das weiß ich nicht, wie vielen Unterrichtsstunden. Und das Krasse ist, dass unser Prof gesagt hat, hey, was ist wichtiger? Das Symbol oder die Verbindung? Wenn ich nichts anderes habe und in diesem Moment das unbedingt notwendig ist, dann würde ich es auch mit Coca-Cola und Plätzchen machen. Ich bin dann fertig geworden mit Theologie. Master-Theologie, ja. Also ich bin noch kein Doktor, aber Master. Mehr als dieser Pastor. Ihr merkt, dass so ein falscher Geist manchmal schwierig ist, rauszukriegen. Heute lache ich drüber, aber eigentlich müsste ich weinen. Hey Jonathan Contero, manche kennen ihn so. Gibt es diesen Pastor noch? Jonathan Contero ist in Zusammenarbeit mit der Generalkonferenz, dieses
Gary Krause ist so der, der das managt. So Ministry, irgendwas, also so Mission, ja. Und er hat eine postmoderne Gemeinde dort in Madrid gegründet und ich sagte so, ha, jetzt will ich diesen Pastor noch mal sehen. Und dann schicke ich ihm ein Selfie, wo ich das Abendmahl mit Coca-Cola und Plätzchen mache, ja, weil dieser Pastor hatte auch gesagt, du wirst es nie zu nichts bringen. Harte Worte. Und dann sagt er, wen meinst du? Und ich sage den Namen von diesem Pastor. Und ich erzähle ihm, was mich antreibt und mein ganzes, ich erzähle einfach das Ganze, was in mir ist. Sowieso schon in mir drin. Und Jakobus sagt, erzählt diese Dinge, damit ihr geheilt werdet, betet füreinander. Und er sagt so, boah, krass, Dante, wir sprechen über den, sage ich, ja genau, den, der war doch damals in Gran Canaria. Ich so, boah, ja, ja, schon, aber ich kenne den ganz anders. Wie, du kennst den ganz anders? Ja, ja, also einen inklusiveren Pastor habe ich, also ich bin ja schon inklusiv, aber der übertrifft mich. Der nimmt ja wirklich jeden mit. Leute, wisst ihr, der Geist arbeitet nicht nur in dir. Der Geist hat keine Grenzen. Und ich habe gemerkt, wie ein bisschen, aber doch, mich ein falscher Geist, ein falsches Gefühl, eine falsche Einstellung bewegt hat, Dinge zu tun. Weil ich selbst mit meinen Minderwertigkeitskomplexen oder anderen Gefühlen vielleicht nicht klargekommen bin. Aber das ist auch keine großartige Geschichte, weil auch du hast es. Und Jesus sagt in diesem Kapitel, Markus 13, 33, passt auf und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt kommt. Wenn ich wüsste, dass Jesus morgen kommt, würde ich heute noch eine Beziehung aufbauen. Ich glaube, dieses bleibt wachsam und betet ist genau das. Es ist genau das, offen zu sein, verbunden zu bleiben. Und wenn auch Jesus morgen noch kommt, heute noch eine gesunde Beziehung aufzubauen. Eine Beziehung zu mir selbst, eine Beziehung zu meinen Nächsten und in dieser Beziehung gemeinsam Gott anbeten. Ich möchte mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, es berührt mich immer und immer wieder, wenn ich in dieser komplexen, verhedderten Wirrwarr des Lebens diese rote Linie immer wieder finde, die nicht nur mein Leben, sondern das Leben von jedem Einzelnen, der heute hier sitzt oder auf der anderen Seite von der Kamera, das heute, morgen oder weiß ich doch nicht wann hört. Du hast alles in der Hand. Du hast damals einen Rat gegeben und ein Versprechen. Du hast gesagt, esst lieber nicht davon. Und als wir es doch getan haben, hast du versprochen, du bist bei uns. Du hast auch versprochen, du würdest kommen und dieser Schlange, diesen Teufel, den Kopf zertreten und du hast es erfüllt. Du hast es erfüllt. Du hast es nicht nur erfüllt, du hast es auch durch Daniel vorausgesagt, wann es passieren würde. Aber ich liebe dich nicht deswegen. Nicht, weil du vorausgesagt hast und weil du Fakten gibst. Ich liebe dich auch nicht, weil du immer alles richtig machst. Oder ich liebe dich tatsächlich, weil du mich mit ewiger Liebe geliebt hast. Weil du mir die Scham genommen hast und ich mir selbst wieder in dem Spiegel begegnen kann mit Liebe und Akzeptanz. Ich liebe dich, weil deine Liebe im Endeffekt mir geholfen hat, mich mit meinen Mitmenschen zu verbinden. Und ich liebe dich,
weil ich mich von dir umarmt fühle. Das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen, der heute hier diese Worte hört, dass er sich geliebt und geschätzt weiß. Denn du bist die Liebe und in der wahren Liebe ist keine Angst. Die wahre Liebe treibt die ganze Angst aus. Und deswegen liebe ich dich, Vater. Amen. Hallo, wir würden jetzt mit der Interaktion beginnen. Und zwar, bevor ich mit der anfange, wollte ich euch fragen, wer war denn gestern alles da? Meldet euch einfach. Okay, einige waren da. Okay, super. Genau. Und wenn ihr gut zugehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich euch gemerkt, dass ihr einen Becher mitnehmen solltet. Jetzt wäre die Zeit, den Becher zu zeigen, mir zu zeigen, dass ihr einen dabei habt. Okay, ein paar haben einen. Genau, haltet einfach bitte den Becher nach oben. Oh, okay, da ist noch einer. Okay, super. Sind das alle? Nicht noch mehr? Hat jemand vielleicht zwei Becher? Oder drei? Okay. Ich muss kurz, einen Moment, ich muss kurz was klären. Wie fühlt ihr euch? Ist schon komisch, wenn etwas nicht so läuft wie geplant, oder? Das kam aus dem Nichts, oder? Zur Beruhigung, die Becher, die waren nur für die Interaktion geplant. Also, okay, die meisten haben wahrscheinlich keinen mitgenommen, aber das war jetzt nur für die Interaktion geplant, deswegen war jetzt nicht so wichtig. Aber sich unvorbereitet zu fühlen, fühlt sich nicht schön an, oder? Aber wenn wir vor Gott kommen, ist es ihm nicht wichtig, dass wir perfekt vorbereitet sind, so wie jetzt. Ein paar hatten, okay, die meisten hatten wahrscheinlich keinen Becher dabei, aber es ist voll okay, wenn wir nicht perfekt vorbereitet kommen. Gott möchte nicht, dass wir zwei Becher mitnehmen, drei Becher mitnehmen, dass wir sagen, Gott, ich bin so perfekt, ich habe alles vorbereitet. Sondern Gott geht es darum, dass wir zu ihm kommen. Es geht ihm nicht darum, dass wir perfekt zu ihm kommen, sondern einfach bei ihm sind und mit ihm sind. Wie schon Dante gesagt hat, in Markus 13, 33 geht es auch darum, dass wir bei ihm sind. Aber auch, dass wir offene Herzen haben, wache Augen haben und Gott nah in jedem Moment sind. Dazu wollen wir euch ermutigen. Deswegen habt ihr auch diese Listen am Anfang bekommen, die wir euch ausgeteilt haben, zur Erinnerung. Genau, das war die Interaktion. Wow, das hat mich berührt. Danke. Meine Lieben, lasst uns eine Zeit des Gebets nehmen. Lasst uns nochmal ins Gebet tatsächlich vertiefen, bevor wir gleich an den Süßigkeiten oder an den Salzstangen, ich weiß, sie rufen, also auch mich oder da hinten, es klimpert schon, die Tage hier waren, denken, boah, was ist diesmal dran? Alles hat seine Zeit. Ich glaube auch, Gebet hat seine Zeit. Ich würde gerne so eine Minute Stille dir schenken. In einer schnellen Welt, in einer lauten Welt, fühlt sich eine Minute vielleicht manchmal wie eine Ewigkeit an. Aber es ist genau vielleicht das, was du gerade brauchst.
nicht, was deine Gedanken so mit dir tun, gerade in diesem Moment der Stille. Gebet ist nicht nur sprechen. Gebet ist auch hören. Hören, was deine Gedanken dir sagen, was symbolisch in deinem Herz ist. Gebet ist auch, gegen Dinge zu kämpfen, die dich versuchen wegzuziehen von dem gegenwärtigen Moment. Gebet ist Beziehung. In diesem Sinne kann ich nur sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Du bist unser Vater. Nicht nur mein Vater, sondern auch der Vater von meinem Gegenüber. Geheiligt werde dein Name, indem wir zu dir kommen, so wie wir sind, ohne Scham, mit oder ohne Becher, mit oder ohne Schuld, mit oder ohne Scham. Dass wir kommen, auch wenn unser Herz sagt, macht keinen Sinn, hast sowieso verschissen. Das ist doch alles Blödsinn. Hab keine Hoffnung. Oder auf der anderen Seite gibt es auch Extreme. Stolz, Neid, Angst. Lieber Vater, hilf uns, dass wir dein Reich hier auf der Erde tatsächlich erleben. Jesus hat es initiiert. Wir können einsteigen. Wir können deinen Wille tun. Wir können es tun. So hilf uns dabei. Du gibst uns unser Brot und auch heute werden wir hier wieder Dinge zu uns nehmen. Oh, gib uns dein Geist, das wahre Speise der Seele, damit wir vergeben können und auch deine Vergebung für uns annehmen. In den Versuchungen, Vater, ja, lass sie gehen, Vater. Und doch sage ich mutig und entschlossen, alle Versuchungen, die von dir kommen, die mir helfen und die meinem Gegenüber helfen, damit er sieht, wo er wirklich im Leben steht, dass er nicht dran kaputt geht, sondern dass er erkennt, wo er wirklich steht, lass sie geschehen, Vater. Aber befreie uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen dieses innige Gebet, dieses beinahe schon intime Gebet, nochmal miteinander singen in dem Lied Herr, öffne du mir die Augen und das Herz. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ich will dich sehen.
Ja, das war's schon wieder. Wir sind schon am Ende des Bühnenprogramms angekommen. Aber ihr seid herzlich eingeladen, mit uns noch hier Zeit in der Lounge zu verbringen. Wir als One Year for Jesus Team, besonders die, die jetzt schon hinten an der Bar stehen, haben sich mega viel Mühe gemacht. Es wird heute Cocktails und Tortilla-Chips mit Dip geben. Deswegen freut euch. Machen wir das mit den Bechern jetzt oder nicht? Wir machen es nicht. Okay. Sorry. Vergesst, was ich gesagt habe. Es gibt für jeden von euch Cocktails und Tortilla-Chips. Ich freue mich drauf, weil ich kenne die Cocktails und die sind cool. Ist auch kein Alkohol drin, keine Sorge. Viel Spaß euch.